Herzlich willkommen in der Johanneskirche in der Raubritterstadt Lichtenberg. Eine Stadt mit einer reichen Geschichte, die aber zugleich voll in der Gegenwart angekommen ist. Ich denke, das sieht man bei uns in der Kirche und auch bei uns im Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern diesen Gottesdienst heute im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie dabei sind, heute zum Gottesdienst in unserer Lichtenberger Johanneskirche. Bald ist es wieder soweit. Der 14. Februar steht vor der Tür. Und spätestens jetzt und vor allem bei den Männern sollten jetzt Alarmglocken schrillen. In einer Hinsicht hat es sich also schon mal gelohnt, dass Sie heute vorbeigeschaut haben, denn wir erinnern Sie gerne dran, am 14. Februar ist nämlich wieder der Valentinstag. Beziehungen, darum geht es heute. Ein nicht immer einfaches Thema, aber doch total wichtig. Wenn ich keine Liebe habe, sagt die Bibel, nützt mir rechts auch nichts.
Und so versuchen wir das Thema heute mit einer guten Portion Humor und viel Tiefgang anzugehen. Einen gesegneten Gottesdienst wünsche ich uns allen. Lieber Vater, du hast uns Menschen mit einer tiefen Sehnsucht nach Beziehungen geschaffen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Freundlichkeit, das Interesse und die Anteilnahme der anderen. Wir brauchen Beziehungen, in denen wir selbst sein dürfen und über uns hinauswachsen können. Du bist die Liebe. Erfülle uns mit deiner bedingungslosen, großzügigen und vergebenden Liebe zu unseren Mitmenschen, dass wir einander solch tiefe Beziehungen schenken können. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 2, die Hochzeit in Kana. Dann war die Mutter von Jesu bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an. Tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremoniemeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremoniemeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen.
Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Worte des lebendigen Gottes. Und jetzt folgt noch ein Lied und während diesem Lied können alle Kinder runter ins Gemeindehaus zum Kindergottesdienst gehen. Thank you.
Peter? Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Das weiß ich nicht. Ich bin schließlich kein Huhn. Ach. Und woher weißt du dann, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, meine Güte. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da was mit deinem Gefühl nicht. Mit meinem Gefühl stimmt etwas nicht. Ich renne den ganzen Tag durch die Wohnung. Bring deine Sachen in Ordnung. Stehe in der Küche. Ärgere mich mit den Kindern rum. Und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt etwas nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch egal sein, ob ein Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gerne ein weiches Ei und nicht ein zufällig weich gekochtes Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte? Nein, nein. Es ist aber nicht egal. Ein Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich möchte einfach nur ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv? Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Ja, ein Stück von Loriot haben wir gerade gesehen. Das Ei ist hart. Manchmal ist es so im Leben, da redet man manchmal irgendwie so ein bisschen aneinander vorbei. Was mich zu einem Witz bringt, und zwar ein Mann erwacht im Krankenhaus nach dem Koma. Noch ein bisschen verwirrt und nicht ganz bei sich, flüstert er in den halbdunklen Raum: Bin ich im Himmel? Nein, sagt seine Frau, die neben ihm am Bett sitzt, ich bin da. Das kann man jetzt so oder so verstehen. Aber das ist ja auch nicht unbedingt ganz die Gefühlslage, die zum Valentinstag passt, der uns ja bevorsteht. Der Valentinstag, der ist eher so eine Art Erinnerung an die schöne erste Zeit. So das Herzklopfen, die Schmetterlinge. Die knallrote Birne, wenn man den anderen anspricht. Mindestens einmal im Jahr und eigentlich sogar viel öfter sollten wir uns an den Zauber des Anfangs erinnern. Der Valentinstag ist übrigens keine Erfindung des deutschen Blumenhandels. Er hat auch nichts mit dem Komiker Karl Valentin zu tun, wie ich wirklich eine Zeit lang dachte, sondern er hat uralte Wurzeln und geht wohl zurück auf den Bischof Valentin in Italien. Bis heute ist er der Patron der Brautleute, der Verliebten und der Bienenzüchter. Es war so, der Kaiser Claudius hatte damals verboten, dass seine Soldaten verheiratet in den Krieg ziehen. Ledig und ohne ständige Gedanken an die Liebste daheim, dachte er sich, können sie doch viel besser kämpfen. Und das brach so manchem Jüngling das Herz. Und so hat Bischof Valentin heimlich die Paare getraut und dann dazu Rosen aus seinem Garten verschenkt. So erzählt die Legende. Unter anderem dieses Jahr zur Liebe kostete ihm das Leben.
Und so wurde er vermutlich am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet. So ist aus dem Tag seines Todes der Tag der Liebe geworden. Und ja, ich finde es gut, dass wir einmal im Jahr daran erinnert werden, gib denen, die du liebst, ein Zeichen deiner Liebe. Ich meine, wir alle, wir leben ja von Liebe. Wir alle leben aus der Liebe, die so vielseitig ist. Das kleine Kind, was von der Mutter oder dem Vater im Arm gehalten wird, das weiß ich geliebt und geborgen. Die Tochter, die sich um den kranken Vater kümmert, das ist Liebe. Der Jugendliche, der zum ersten Mal verliebt ist. Das ältere Ehepaar, das bei der goldenen Hochzeit auf eine erfüllte gemeinsame Zeit zurückblickt. Wir alle, wir brauchen diese Liebe, um zu leben. Ohne Liebe werden Kinder krank. Ohne Liebe, da sind wir einsame Kerle. Ohne Liebe regiert Hass die Welt. Und trotzdem, obwohl wir sie so sehr brauchen, tun wir uns so oft so schwer mit der Liebe, dass wir sie auch leben. So wie in der Geschichte aus der Bibel, die wir gerade gehört haben, die Hochzeit mit den leeren Krügen. Genauso fühlen sich manche von uns auch manchmal. Einfach nur leer. Gähnend leere Krüge. In diesen Krügen ist nichts. Und tatsächlich, wir haben auch manchmal keinen Tropfen Liebe übrig. Nicht für andere und manchmal sogar nicht mal für uns selbst. Manchmal, da hat man einfach keine Zeit füreinander. Der Chef erwartet 150%. Die kleinen Kinder fordern rund um die Uhr. Pubertierende Teenager bringen uns an Grenzen. Verschiedene Ehrenämter, später Enkel und so weiter. Und manchmal, wenn man dann völlig erledigt zu Hause sitzt, dann braucht man einfach auch erstmal Ruhe für sich. Ein kühles Bier, vielleicht ein Fußballspiel und tunlichst keine tiefgründigen Gespräche über Gefühle oder Ehe. Da ergreift so mancher Mann, so manche Frau die Flucht. Leere Liebeskrüge. Ja, man lebt immer wieder nebeneinander her. Manchmal Herzklopfen ade. Wer kennt das von uns? Muss ich heute keine outen, aber wenn ich ehrlich wäre, dann wäre die Predigt wahrscheinlich ziemlich schnell am Ende. Weil mir geht's schon manchmal so. Könnt ihr gerne mal meine Frau fragen. Also wenn ihr erwartet, dass ich euch jetzt heute zeige, wie die perfekte Beziehung oder die perfekte Ehe funktioniert, dann tut es mir leid, da muss ich euch leider enttäuschen. Aber ich habe trotzdem so ein paar gute Gedanken, die ich natürlich zuallererst mir selber predige. Jesus macht es mit den leeren Krügen nämlich so. Er sagt, füllt sie mit Wasser. Ganz normales Wasser, was für den Alltag gebraucht wird. Und für uns heißt es ganz praktisch, der Alltag zählt. Es sind die kleinen Dinge. Vielleicht der gemeinsame Kaffee am Morgen. Die kleinen Späße zwischendurch. Der Kuss zum Abschied. Der Blick füreinander. Vielleicht gemeinsam spazieren gehen. Der kurze Anruf von der Arbeit ohne jeden Grund. Der respektvolle Umgang miteinander. Und wenn wir unsere Liebeskrüge mit solchem völlig normalen Alltagswasser füllen, dann kann Jesus daraus besten Wein machen. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Nicht nur Gott liebt, sondern Gott ist die Liebe. Das ist sein Wesen. Gott ist seinem Wesen nach Liebe. Und interessant ist doch,
dass bei dem Wunder, bei dieser Hochzeit, dass dieses Wunder eigentlich völlig unbemerkt passiert ist. Ich meine, keiner weiß, wann genau jetzt aus dem Wasser Wein geworden ist. War es beim Schöpfen oder war es beim Befüllen oder danach, als der Speisemeister gerufen wurde? Wer weiß. Jedenfalls, Jesus macht da gar keine große Show draus. Schaut her, Zauberspruch und so weiter. Nee, ganz unbemerkt passiert dieses Wunder. Und auch in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften, da geschieht sowas ganz unbemerkt, wenn wir anfangen, die Krüge mit Wasser zu füllen. Stück für Stück ändert sich da unsere Einstellung zueinander. Die kleinen Gesten der Liebe berühren unsere Herzen. Die Liebe beginnt zu wachsen. Und der Gott der Liebe, der verändert uns Stück für Stück. Lass uns an der Stelle noch ein bisschen praktischer werden. Die besten Garanten für eine lebenslange Liebe sind laut Experten ein tiefes Gefühl der Zusammengehörigkeit, dass man sich seiner Liebe bewusst ist und eine gute Kommunikation. Wir schauen uns die drei Punkte noch mal ein bisschen genauer an. Wir gehören zusammen. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das bedeutet, wir haben uns füreinander entschieden. Wir leben gemeinsam. Wir kämpfen Seite an Seite und nicht uns gegenüber. Wir nehmen Anteil am Leben des anderen. Wie war dein Tag? Hat deine Kollegin dich heute wieder so doof behandelt? Wir stehen füreinander ein. Wir können uns aufeinander verlassen. Das ist Zusammengehörigkeit. Und der zweite Punkt, dass man sich bewusst ist, da ist Liebe zwischen uns. Ja, auch Freundschaft, ganz wichtig. Auch Loyalität, aber eben doch auch noch mehr als das. Wir sind Liebende. Küssen, umarmen, auch Sex und tiefe Nähe. Mit niemand sonst erlebe ich sowas Starkes, sowas Intimes, seelisch und auch körperlich. Und drittens die Kommunikation. Keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit dem berühmten Vier-Ohren-Modell. Man hat nämlich herausgefunden, dass die Theorie im Grunde genommen gar nichts bringt, wenn man gerade innerlich so richtig aufgewühlt, vielleicht auch mal wütend und verletzt ist. Niemand, wirklich niemand, überlegt bei einem Blutdruck jenseits von Gut und Böse, wie er den nächsten Satz in eine Ich-Botschaft verpacken wird. Außer vielleicht eine Ich-Botschaft wie, ich schmeiß dein Handy aus dem Fenster raus. Aber ich glaube, das ist mit einer Ich-Botschaft nicht unbedingt gemeint. Sei es drum. Es gibt trotzdem so ein paar Verbote, also Sachen, die man nicht unbedingt in einer Beziehung machen sollte. Nämlich den anderen zu ignorieren, lächerlich zu machen oder auch absichtlich zu verletzen. In dem Buch Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe von John Gottman. Da bin ich auf eine interessante Sache gestoßen, nämlich den sogenannten Rettungsversuch. Der geht so. Immer wenn gerade ein Streit zu eskalieren droht, dann unternimmt einer der Partner einen verbalen oder nonverbalen Rettungsversuch. Und er bringt damit die beiden zurück auf eine gemeinsame Ebene. Erinnert an das, wer wir sind. Liebende mit einer gemeinsamen Geschichte. Und dieser John Gottman, der hat Paare beim Streiten beobachtet. Von einem Paar war er besonders angetan. Die hatten scheinbar eine tiefe Verbindung zueinander, Achtung und Liebe. Und er war extrem gespannt auf den Rettungsversuch des Mannes bei einem Streit. Er hat überlegt, der müsste wahrscheinlich besonders ausgefeilt und genial sein. Als es dann dazu kam, da konnte es Gottman kaum glauben.
Der Mann hat nichts weiter gemacht als eine Grimasse geschnitten und die Augen verdreht. Und seine Frau hat daraufhin ein bisschen gelacht. Der Streit war erstmal vorbei. Klingt arg einfach, oder? Aber scheinbar wirksam. Ich weiß nicht, probiert es das nächste Mal einfach mal aus oder findet andere Strategien, um aus einer emotionalen Auseinandersetzung zu kommen. Dass eine Partnerschaft lange hält, sagt der Autor, hängt aber vor allem auch davon ab, wie der Partner auf so eine Art von Rettungsversuch reagiert. Es geht dann quasi darum, dass du den Partner aus seinem Rettungsversuch rettest und drauf eingehst. Den Streit erstmal Streit sein lassen, wieder auf eine gemeinsame Ebene zurückzukommen und sich bewusst machen, ihr gehört zusammen. Da ist Liebe zwischen euch und ihr habt eine gemeinsame Geschichte. Und auf der Basis kann man dann weiterreden. Und so werden ganz normal im Alltag Krüge gefüllt. Erstmal mit reinem Wasser. Aber es ist das Beste, was man machen kann. Dass man nicht die ganze Zeit versucht, Wasser in den Wein zu kippen, sondern dass man überhaupt erstmal bereit ist, die gemeinsamen Krüge der Beziehung mit Gänsewein zu füllen, aufeinander zuzugehen und sich im guten Willen zu begegnen. Und für das restliche Wunder ist dann Gott zuständig, der doch noch den besten Winzer getoppt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen wieder gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für unsere Familie und Freunde, die uns nahe sind und unser Leben reich machen. Wir danken dir für all die schönen Begegnungen, für ausgelassenes Lachen, für jedes Augenzwinkern und freundliches Zunicken, in denen wir oft ein kleines Stückchen Himmel erleben dürfen. Wir danken dir für Partnerschaften, die von Achtung und Liebe geprägt sind, Fingerzeige deiner Liebe. Und wir bitten dich für alle, die enttäuscht wurden, deren Liebe nicht erwidert wird, die sich unverstanden fühlen. Für Partner, die sich schwer miteinander tun, bitten wir um Versöhnung und Heilung, Verstehen und um eine Liebe, die sich bedingungslos verschenkt, so wie deine. Wir bitten dich auch für unsere Gesellschaft, die von Spaltung und Hass gebeutelt ist, in der Polizeibeamte kaltblütig auf der Straße erschossen werden. Hilflos fragen wir uns manchmal, wie das enden soll. Jesus, du hast damals die unterschiedlichsten Menschen zusammengebracht. Du hast sie zu Freunden gemacht. Und du hast sie alle in ihrem tiefsten Menschsein, in ihrem Kämpfen, in ihren Sehnsüchten gesehen. Jesus, schenke uns deinen Blick für die Menschen. Wir brauchen ihn so dringend. Alles, was uns sprachlos macht, was wir nicht in Worte fassen können, sagen wir dir zwischen den Zeilen in dem Gebet, das du uns gelernt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
mal heller. Und du führst mich durch den Sturm. Dein Licht leuchtet, ich schrei heller. Und du führst mich durch den Sturm. Dein Licht leuchtet, ich schrei heller. Wir gehen in diesem Tag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.